Kalimera, Freunde, was geht? In dem heutigen Video nehmen wir euch mit nach Santorini, eines unserer absoluten Bucketlist-Goals. Ich meine, schaut euch das mal an. Wir zeigen euch, was es zu beachten gibt bei der Fährbuchung, von wo die besten Fähren aus starten. Außerdem zeigen wir euch noch die Innenstadt von Ia. Wir haben gelernt, das heißt Ia, nicht Oia. Und wir wünschen euch viel Spaß. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben zu geben für das Video. Bis gleich. Guten Morgen, Leute. Wir sind gerade am Hafen von Heraklion und fahren gleich mit der Fähre 2 Stunden rüber nach Santorini. Wir freuen uns schon mega. Stella ist ein bisschen seasick. Ja, ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin auch sehr gespannt und ja, hoffentlich auch ohne größere Abenteuer. Die Tickets hier kosten 120 Euro. Schon ein bisschen teuer pro Person, pro Hin- und Rückfahrt. Es gibt aber die Möglichkeit, von Retymnon zu fahren. Da kostet es ungefähr die Hälfte. Da zahlt ihr, glaube ich, 60 Euro Hin- und Rückfahrt. Die fahren allerdings alle 2 Tage momentan. Ja, und außerdem waren wir gerade so beim Taxifahrer so, ey, kann man da am Hafen auch einen Kaffee trinken? Der so, ja, gar kein Problem, alles easy. Sonst hätten wir ja in dem Hotel getrunken und siehe da, hier ist einfach mal nichts weit und breit. Also stellt euch auf jeden Fall darauf ein, vorher einen Kaffee zu trinken. Wir haben jetzt nämlich 7 Uhr und die Fähre fährt um 8.40 Uhr. Also, ja. 1,5 Stunden erstmal ohne Kaffee. Sorry für die Augenringe. Die Fahrt dauert 2 Stunden, also sehen wir uns gleich. Wir sind jetzt endlich in Ia angekommen, in der Altstadt. Die Fähre hat ungefähr 2,5 Stunden gedauert, von Kreta Heraklion aus. Und das war dieses Speedboat, hat sich unfassbar gelohnt. Allein schon so, wenn man hier an den Hafen ankommt, richtig cool. Man sieht hier die Altstadt auf den Bergen und einfach so die Insel komplett. Richtig toller Vibe. Und ja, unsere Unterkunft ist noch nicht ready, deswegen seht ihr die Unterkunft erst im nächsten Video. Wir spannen euch so richtig auf die Folter. Brauchen jetzt auch noch ein bisschen was zum Frühstücken, deswegen suchen wir uns jetzt mal ein Restaurant, wo man hier was Leckeres essen kann, frühstücken. Und dann zeigen wir... Was ist da? Ein Supermarkt. Ja, da wissen wir Bescheid, wo wir unser Bierchen herkriegen. Und wir schlendern jetzt mit euch so ein bisschen durch die Altstadt und zeigen euch ihr. So Leute, und unser erster Brunchstop ist hier das Tramonto. Findet ihr direkt hier am Parkplatz an der Altstadt. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Schon übelst Hunger. Frühstück bekommen. Ich habe einen Fruchtsalat bestellt und Stella hat hier griechischen Joghurt mit Honig und auch ein paar Früchten mit Walnüssen. Dann haben wir hier frischen Orangensaft und Eist Cappuccino. Stella macht den Food-Test. Stella approved. Also wir lassen es uns jetzt gut gehen und dann geht es gleich in die Innenstadt. We'll be right back.
Wir sind schon wieder eure Tourguides aus der Mittagssonne. Oh, man muss sich hier echt verstecken im Schatten. Und wir haben uns überlegt, wir listen euch später auch nochmal alle Preise auf, was das Ganze hier gekostet hat, nachdem wir Abendessen gehabt haben. Und ja, Mittag, für Mittag reicht es wahrscheinlich nicht. Wir machen da so einen richtigen Counter. Ka-ching, 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 ka-ching. Und dann kommen wir richtig broken nach Hause. Da müssen wir irgendwie so einen Spendenlink einbauen, ey. Also könnt ihr euch auf jeden Fall freuen, dass wir heute nochmal ein paar Kosten zusammenfassen, ey. Ey Leute, ihr glaubt's nicht, das ist ein richtiges Labyrinth hier. Wir wissen schon wieder nicht, wo unsere Unterkunft ist. Boah, wir müssen uns irgendeinen Shop merken, irgendeinen Namen von einem Shop, so als, weil das ist echt ein Labyrinth. Ja, total. Aber ich muss sagen, ich bin echt begeistert von ihr. Ne? Ich auch, total. Richtig traumhaft. Man muss aber auch sagen, dass die Altstadt extremst teuer ist. Nicht nur die Unterkünfte, sondern auch die Shops. Sarah wollte sich gerade ein Kleid bestellen und dann dachten wir uns so, ja, ein bisschen... So schön ist es doch nicht. So schön ist es doch nicht. Und ja, aber einfach so die Farbenpracht, alles ist so weiß, hell, pastellig und einfach nur schön. Ich freue mich jetzt einfach auch die nächsten 3 Tage hier zu verbringen. Ich glaube, das wäre eine richtig gute Idee mit der Airbnb, oder? Was ich auch mega cool finde, ist, wenn ihr durch die Altstadt so ein bisschen lauft. Überall sind so kleine Cafés versteckt in solchen Höhlen, ne? Das ist echt cool, oder? Finde ich auch. Man denkt erst, da ist gar nichts. Hinter mir seht ihr hier einen absoluten Instagram-Hotspot und unsere Unterkunft ist genau dort zwischen. Einfach nur der Knaller. Ich kann es kaum abwarten, euch so eine Roomtour zu zeigen, weil das wird der oberheftige Knüller. Wir haben komplette Aussicht hier auf die Inseln und Ausblick aufs Meer. Das wird so genial. Richtig schön. Einzig und allein, ey Leute, der ist schon wieder wie auf Zypern hier. Aufpassen, dass man nicht verbrennt. Ja, 40 Grad im Schatten. Wo ist denn überhaupt Schatten? Ja. Wo du gerade sagst, ich suche, wo ist denn Schatten? Die Sonne steht so richtig im Zenit, Leute. Ey, die knallt so auf den Dömes. Übertrieben, ne? Schatten. Du hast Schatten wegen deinem Hut, ey. Aber es ist echt unfassbar cool. Ich bin sehr geflasht vom ersten Eindruck. Auch geflasht von den Preisen, gerade beim Frühstück, aber naja. Muss man für so einen Joghurt, ein bisschen O-Saft und Eiskaffee haben wir uns gedacht, oh, hatten wir jetzt ein Candlelight-Dinner, oder? Jo, ey, übel. Naja, gut. Ist halt so, wenn man hier sein möchte. YOLO. Was machen wir jetzt? Hier beim Pool? Ja, mit dem Lamoncho. Ja, wir sind nämlich gerade angekommen in unserer Unterkunft. Roomtour geht's später, aber jetzt ist ein kleiner Sneak Peek. Ich hole nur so kurz ein Bierchen, haben wir uns geholt. Das gute Mythos. Wobei, nee, warte, ich hab das typische Santorini-Bier. Und das ist das hier, der Vulkan. Und wir haben hier für Stella noch einen Lamoncho gegönnt. Den machen wir uns eben auf und dann gehen wir an den Pool. 1 hour later. Wir waren jetzt die ganze Zeit am Pool und es ist einfach nur eine wunderschöne Aussicht, aber es ist auch übelst heiß. Und irgendwie hat mein Handy hier einen Schuss weggekriegt. Ich habe keine Ahnung, ich kriege es gar nicht mehr an. Ist natürlich geil. Deswegen schmeiße ich ja, glaube ich, gleich auch aus dem Fenster. Aber Stella macht uns gerade was Geiles zu essen. Wir haben so einen Hunger bekommen. Und da heute Morgen das Frühstück schon 50 Euro gekostet hat, dachten wir uns, machen wir heute mal einen sparsamen Candlelight-Dinner. Ja, das ist auch Luxus hier, ne? Total. Nicht jeder hat in so einer Unterkunft einen Sandwich-Toaster. Deswegen machen wir uns jetzt geile Sandwich-Toast. Ich habe ultimativ Hunger. Und gar nicht ich damit gerechnet, dass die so einen Sandwich-Toaster haben und uns hier alles im Kühlschrank packen. Nee, ich auch nicht. Vielleicht wussten aber die, dass wir arm sind. Ja, genau. Wahrscheinlich lag es daran. So, und da ist das schöne Ding. Schaut euch das mal an. Du bist echt die Göttin, ey, überhaupt. Mm.
Geil. Kommen wir mal kurz zum Kostenpunkt des Ganzen. Also Santorini ist echt nicht ohne. Ohne Spaß, wir haben hier, glaube ich, die Hälfte unseres Monatsgehalts schon ausgegeben. Also absolut der Knaller und das nur für 2 Tage. Fangen wir an mit den Fähren. Es gibt natürlich Unterschiede. Wir wollten jetzt eine Speedfähre nehmen, die dauert 2 Stunden statt 4, fährt von Heraklion aus und hat uns gekostet 120 Euro ungefähr pro Person, vielleicht 130 sogar. Ihr könnt aber Fähren buchen über Rhythmnon. Die kosten dann einfach mal die Hälfte, und zwar 80 Euro. Am besten geht ihr auf ferryscanner.com. Ich glaube .com oder so. Ich blende euch das mal hier ein. Da könnt ihr die besten Fährmöglichkeiten finden von dem Standort, wo ihr gerade seid. Es gibt, glaube ich, 3 Möglichkeiten. Heraklion, Rhythmnon und Chania. Ja, genau. Und die Unterkunft hier, die findet ihr über Airbnb. Wir werden dazu euch nochmal einen Link reinsetzen in dem nächsten Video. Wenn ihr euch über unseren Link bei Airbnb anmeldet, den packe ich euch unten in die Infobeschreibung, spart ihr auf die erste Unterkunft, glaube ich, 34 Euro. Ist schon mal ein ganz guter Deal. Wir bekommen auch 15 Euro Gutschrift. Und falls ihr schon angemeldet seid, dann könnt ihr auch einfach eine neue E-Mail-Adresse registrieren. Just to let you know. Ja, und sagen wir mal so, das Essen ist hier schon ganz geil, ne? Es gibt hier richtig coole Clubs und Bars, oder? Auf jeden Fall. Aber auch ein bisschen pricey. Also ich glaube, wir müssen uns da noch ein bisschen, vielleicht was anderes finden, weil in Ia, das ist halt die Altstadt, das ist so der Hotspot, das ist halt so das Reichenviertel. Einmal fühlen wie Rockefeller. Wir haben für das Frühstück 50 Euro ausgegeben und für das... War Frühstück. Ein paar Früchte, ja. Ein bisschen Obst und ein bisschen Joghurt. Ja. Kaffee und Saft. Also. Ja, also vielleicht hat der Früchteteller echt viel gekostet, so 30 Euro und der Rest vielleicht 15. Aber das ist echt schon hart teuer. Und wir suchen jetzt gleich auch nochmal was Leckeres zum Verspeisen. Schauen uns gleich nochmal den Sonnenuntergang an. Und was habe ich noch? Habe ich noch was vergessen an Kosten? Ach, die Unterkunft. Natürlich, die Unterkunft. Hier, schaut euch das mal an. Uns war es natürlich wichtig, direkt in Ia zu sein. Wir sind jetzt auch nicht lange hier. Deswegen haben wir uns gedacht, komm, wir machen mal hier den Oberknaller. Lassen wir mal raushängen. Und wir haben hier 300 Euro pro Nacht bezahlt. Eigentlich 320 Euro, glaube ich sogar. Jo, das tut natürlich im Portemonnaie so ein bisschen weh, muss ich sagen. Aber die Aussicht macht natürlich alles wieder gut und wir hatten jetzt auch keinen Bock, in so einer Kaschemme da zu übernachten und einfach mal den Santorini-Vibe mitbekommen. Und jetzt gucken wir uns nochmal den Sonnenuntergang an und wir sehen uns gleich schön beim Abendbrot. Ich hoffe, das kostet auch nicht Unmengen viel Geld, von daher, wir sehen uns einfach gleich. Haut rein. So, die Sonne ist jetzt unter und uns wurde hier das Restaurant Scala empfohlen, mitten in Ia. Und da schauen wir mal jetzt rein. Das Menü sah schon ziemlich vielversprechend aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch schon wieder so einen Hunger. Was ist mit uns los? Voll die Fresssäcke. Ja, was geht hier auch bergauf? Wir machen eigentlich immer ein Workout, musst du mal so sehen. Du hast schon richtig gute Sandwiches gemacht. Also ich weiß nicht, warum wir hier noch so ein griechisches Zeug essen müssen. Guck mal, wie schön das ist. Wir machen das natürlich nur für euch. Wir testen das Essen nur für euch. Wir haben eigentlich gar keinen Hunger. Hallo. Wir haben endlich Dinner. Und zwar habe ich hier so eine Art Dorade. Ich glaube, das ist Sea Bass. Sea Brass? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sieht aus wie Dorade. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, dann haben wir hier griechischen Salat. Und es sind natürlich noch Nudeln geholt. Und das sieht auf jeden Fall richtig gut aus und preislich ist es auch in Ordnung. So ein Fisch kostet, glaube ich, 18 Euro. Für Santorini Innenstadt, Altstadt geht das echt klar. Das echt klar. Und wir hauen auf jeden Fall jetzt mal rein. Richtig lecker. Ja.
So, Freunde, und ich hoffe, euch haben die ersten Eindrücke hier aus Santorini gefallen. Wir zeigen euch in der nächsten Episode nochmal eine Roomtour zu unserer Unterkunft. Die ist echt mega geil. Wir sind mittig in Ia. Und ja, vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben, falls euch das Video gefallen hat, und den Kanal gerne zu abonnieren. Wir werden euch in den nächsten Episoden nochmal mehr mitnehmen über Santorini und Kreta und mit euch hier die Inseln erkunden. Das ist einfach nur mega schön. Wir sind so baff. Und wir sehen uns in der nächsten Episode. Haut rein. Tschaußen.